Katrin Kinzelbach ist Fellow am Global Public Policy Institute in Berlin. Sie forscht zum Thema Menschenrechte und Weltordnungspolitik in China. Viele Jahre arbeitete sie für die UNO. In ihrer Dissertation an der Universität Wien fragte sie, was tut die EU gegen Chinas Menschenrechtsverletzungen und was hat sie damit erreicht? Kinzelbach untersuchte den Menschenrechtsdialog zwischen der EU und China in Interviews, vertraulichen Protokollen und internen Akten, die versehentlich in einem Archiv zugänglich waren. Ihre Ergebnisse stellte sie dem Menschenrechtsausschuss des Europäischen Parlaments vor. Ihre Arbeit gewährt erstmals tiefe Einblicke in die EU-Menschenrechtspolitik gegenüber China. Beispiel Olympische Spiele. Die EU forderte China auf, aus diesem Anlass endlich den UN-Zivilpakt zu ratifizieren. China schränkte jedoch Meinungsfreiheit und Versammlungsfreiheit weiter ein für die olympische Sicherheit. Effektiver wäre es gewesen, vor Vergabe der Spiele Druck auf China auszuüben, sagt Kinzelbach. Sie ist überzeugt, der Weg des stillen Dialogs ist gescheitert und fordert eine Kehrtwende, verhandeln statt reden. Die EU kann Zugeständnisse erwirken, aber nur durch Druck und konkrete politische und wirtschaftliche Anreize.